Am Freitag, den 26. Juni 1959, beobachtete der anglikanische Priester William Booth Gill aus Australien im Beisein von mehreren Einheimischen in Boyanai, was am Meer im Nordosten von Papua-Neuguinea liegt, für mehrere Stunden ungewöhnliche Flugobjekte am Himmel. Es blieb aber nicht nur bei der Einsichtung, denn an den zwei darauffolgenden Abenden ging die Beobachtung von der Station der anglikanischen Mission in Boyanai aus weiter. Es gab für die Sichtung insgesamt 38 Zeugen, zu denen neben Pater Gill auch 6 Lehrer, 3 medizinische Assistenten, Schulkinder und Leute aus dem Dorf gehörten. Pater Gill fertigte am ersten der drei Abende einen kurzen Bericht über die Sichtung an, den 25 der Zeugen unterschrieben, wobei auch einige Zeugen für detaillierte Ereignisse ihre Unterschrift abgaben. Pater Gill und 3 weitere der Zeugen haben getrennt voneinander gezeichnet, was sie gesehen hatten, und die Zeichnungen stimmen alle überein. Außerdem schaffte es Pater Gill während der Beobachtung in kurzen Stichworten die Geschehnisse mitzuschreiben. Die Sichtung fing am ersten der drei Abende, dem 26. Juni, damit an, dass Pater Gill nach dem Abendessen gegen 18.45 Uhr aus der Vordertür des Missionshauses trat. Dort gab es eine kleine freie Rasenfläche, ein paar Bäume und nicht weit entfernt schon den Schindelstrand. Bis auf vereinzelte, etwa 600 Meter tiefe Wolken war der Himmel klar und die Sonne schon untergegangen. Er sah ohne besonderen Grund hoch, um die Venus zu sehen, und entdeckte sie auch, aber darüber war noch ein weiteres sehr helles, funkelndes Objekt in Richtung West-Nordwest zu sehen. Während er es beobachtete, bemerkte er, dass es in seine Richtung herunterkam. Er rief nach dem Lehrer Stephen Gilmoy und dem Schüler Eric Kodawara, die im Haus waren. Stephen Gilmoy, der es etwa 5 Minuten nach der ersten Sichtung von Pater Gill beobachtet hat, beschrieb es als scheinend helles, weißes Licht. Er sagte, dass die Helligkeit zu und abgenommen hat, als ob es sich ständig genähert und wieder entfernt hätte. Pater Gill zufolge änderte das Objekt die Farbe, als es näher kam, von einem hellen Weiß zu einem blassen Gelb oder Orange. Es kam bis auf geschätzte 150 Meter herunter und blieb in der Nähe der Küste in der Luft stehen. Zum Zeitpunkt, an dem es am nächsten war, befand es sich vielleicht in einer Höhe von 90 bis 140 Metern. Etwa 150 Meter entfernt und vielleicht 90 Meter von der Küste entfernt über Land. Pater Gill schätzte außerdem, dass es zum Zeitpunkt, als es am nächsten war, bei ausgestrecktem Arm 5-mal so groß wie der Vollmond oder sogar bis zu 12 cm breit war. Stephen Gilmoy sagte aus, dass seine Faust bei ausgestrecktem Arm ungefähr die Hälfte des Objekts bedeckte. Alle Zeugen waren sich einig, dass es rund war, eine breitere untere Basis und einen schmaleren oberen Teil hatte. Nach Pater Gills Schätzung war der untere Teil etwa 10 bis 12 Meter und der obere Teil 6 bis 7,5 Meter breit. Das Objekt glühte mattgelb oder blassorange, als ob es von einer anderen Lichtquelle angeleuchtet wurde, und rundherum funkelte es. Und wann immer es sich bewegt hat, hat die Helligkeit zugenommen, beschrieb Pater Gill. Ihm erschien es als ein festes Objekt und sie nahm an, dass es metallisch war. Es hatte eine Art Beine unten drunter hervorstehen. Bei der Anzahl der Beine waren die Zeugen sich jedoch nicht ganz einig, aber alle waren sich sicher, dass sie in 2 Gruppen aufgeteilt waren. Pater Gill meinte, dass er 4 Beine gesehen hat, 2 an jedem Ende. Ein weiteres Merkmal war, dass vom Zentrum der Oberseite des Objekts ein schmaler blauer Lichtstrahl ausging, der in etwa einem 45-Grad-Winkel gelegentlich für ein paar Sekunden in den Himmel ragte. Außerdem soll es auch 4 oder 5 Fenster, Bullaugen oder Felder an der zu den Zeugen zeigenden vorderen Seite gehabt haben. Pater Gill beschrieb, dass diese Felder etwas heller geleuchtet haben als der Rest. Während der gesamten Aktivität war kein Geräusch von dem Objekt zu hören. Nachdem Pater Gill um 18.55 Uhr Eric losgeschickt hatte, um noch mehr Zeugen zu holen, bemerkten die Beobachter zum ersten Mal, dass Gestalten oben auf dem Objekt erschienen. Insgesamt tauchten 4 dieser Gestalten auf dem oberen Teil des Fluggeräts, was wie eine Art Deck erschien, auf. Mal waren 2 zu sehen, mal eine, mal 3, mal 4 und mal keine. Sie waren nur von der Taille aufwärts zu sehen und schienen erstens von diesem dünnen blauen Lichtstrahl, der gelegentlich aus der Mitte des Decks kam, angeleuchtet zu werden, und zweitens von einer Art Funkeln, welches sie sowie auch das gesamte Flugobjekt komplett umgab. Dieses Funkeln wie von Wunderkerzen berührte sie aber nicht, sagte Pater Gill. Es schien einen kleinen Abstand zwischen ihren Umrissen und dem Funkeln zu geben, wie auch bei dem Objekt. Sie waren zu weit entfernt, um weitere Details erkennen zu können, aber er schätzte, dass sie hellhäutig waren.
Sie hatten die Umrisse und Größe von normalen Menschen und falls sie Kleidung trugen, war sie eng anliegend. Die Zeugen beobachteten, wie drei der Gestalten an Deck auftauchten und wie sie wieder verschwanden. Um 19 Uhr tauchten wieder zwei Gestalten auf, die 4 Minuten später verschwanden. Pater Gill nummerierte die Gestalten von links nach rechts mit 1, 4, 3 und 2 und um 19.10 Uhr tauchten Gestalt 1, 3, 4 und dann 2 in dieser Reihenfolge auf. Außerdem ging der blaue Lichtstrahl für 10 Minuten an und blieb auch, als die Gestalten wieder verschwanden. 2 Minuten später tauchten Gestalt 1 und 2 wieder auf. Und um 19.20 Uhr ging der Lichtstrahl aus und die Gestalten verschwanden wieder. Daraufhin stieg das Objekt auf und verschwand durch die Wolken des nun bedeckteren Himmels. Nach dem Verschwinden des Flugobjekts entstanden die Zeichnung und die Sammlung der Unterschriften. Um 20.28 Uhr, als der Himmel wieder etwas aufgeklärt war, entdeckte Pater Gill erneut das vermutlich gleiche Objekt und rief abermals die anderen zu sich. Nun schien es weiter herunterzukommen als zuvor. Kurz danach beobachteten sie außer dem großen Objekt auch 3 weitere kleinere Objekte. Diese hatten eher eine Scheibenform, aber auch so etwas wie Fenster und Beine wie das Hauptobjekt. Die Flugobjekte bewegten sich unberechenbar, manchmal schnell, manchmal langsam, näherten sich und entfernten sich wieder, änderten Richtung und schwangen ab und zu wie ein Pendel. Sie kamen und gingen durch die Wolken, wobei sich ihr Licht an den Wolken reflektierte. Wegen der Wolken, die sich in Höhe des nahegelegenen Berges Pudi befanden, konnte Pater Gill die Entfernung der Objekte gut abschätzen. Sie waren nicht mehr als 600 Meter hoch, aber weiter als das Hauptobjekt entfernt. Die gesamte Aktivität spielte sich also zwischen etwa 130 und 750 Metern ab. Ab 21.05 Uhr waren die kleineren Objekte nicht mehr zu sehen. Und um 21.10 Uhr entfernte und senkte sich das große Objekt, sodass alle dachten, dass es landen würde. Es stieg aber wieder auf, gab rotes Licht von sich und verschwand über die Berge hinweg. Ungefähr 10 Minuten später kam es wieder zurück, aber schwebte jetzt weiter westlich der Station. Um 21.30 Uhr machte es eine leichte Wellenbewegung und schoss plötzlich mit enormer Geschwindigkeit die Küste in Richtung Westen entlang. Es verschwand in weniger als einer Sekunde und das ebenfalls völlig geräuschlos. Währenddessen wechselte es die Farbe. Die Zeugen konnten sich nicht einigen, in welcher Reihenfolge es die Farbe wechselte, weil es so schnell ging, aber sie bemerkten Grün, Blau und Rot. Pater Gill sagte, dass es die Farbe von Weiß über Rot zu Blau-Grün gewechselt hat. Um 21.46 Uhr tauchte es ein weiteres Mal über ihnen auf, aber es war viel höher als zuvor. Ab 22.10 Uhr wurde es zunehmend bedeckter, aber das Flugobjekt war noch ab und zu zwischen den Wolken zu sehen. Um 22.50 Uhr war der Himmel dann komplett bedeckt und das Objekt nicht mehr zu sehen. In der zweiten Nacht war das unbekannte Flugobjekt schon früher da. Gegen 18 Uhr, als die Sonne gerade hinter den Bergen verschwand und der Himmel noch ziemlich hell war, entdeckte die medizinische Assistentin Annie Laurie Bereaver das Objekt, an scheinbar der gleichen Stelle wie in der Nacht zuvor, und rief Pater Gill heraus. Es war wahrscheinlich dasselbe Objekt wie in der Nacht zuvor, aber es schien etwas weiter entfernt zu sein. Sie beobachteten es von der freien Fläche aus und Pater Gill rief den Lehrer Ananias Rarata und mehrere andere herbei. Für die nächsten 15 Minuten war es noch ziemlich hell und sie konnten sehen, dass wieder 4 Gestalten oben auf dem Objekt erschienen, die ohne Zweifel menschlich aussahen. Ebenfalls wurden wieder 2 kleinere Objekte gesehen, eins über den Bergen im Westen und eins hoch über ihnen. Auf dem Hauptobjekt schienen 2 der Gestalten etwas in der Nähe des Zentrums des Decks zu tun. Sie beugten sich gelegentlich über und hoben ihre Arme, als ob sie etwas in Ordnung bringen oder aufbauen würden, was man aber vom Boden aus nicht sehen konnte. Eine Gestalt stand am Rande des Decks, wie man am Geländer eines Schiffes stehen würde, und schien auf die Zeugen in dem Moment eine Gruppe von etwa 1 Dutzend herabzuschauen. Es sah so aus, als ob diese Gestalt mit den Händen auf ein Geländer gelehnt wäre, welches sie nicht erkennen konnten, aber sie gingen davon aus, dass dort eins war. Pater Gill hob seinen Arm und winkte. Zur Überraschung der Zeugen tat die Gestalt dasselbe. Ananias winkte dann mit beiden Armen über seinen Kopf. Und die beiden äußeren Gestalten taten dasselbe. Pater Gill und Ananias winkten nun mit beiden Armen und dann schienen alle 4 Gestalten auf dieselbe Weise zurückzuwinken. Es stand außer Frage, dass ihre Bewegungen beantwortet wurden. Alle anderen Zeugen gaben vor Freude oder Überraschung hörbare Seufzer von sich. Als es dann langsam dunkel wurde und die Gestalten wieder verschwunden waren, schickte Pater Gill den Schüler Eric Kodawara los, um eine Taschenlampe zu holen.
Pater Gill leuchtete mit der Taschenlampe einige Male in Richtung des Flugobjekts und machte für ein oder zwei Minuten Bewegung damit. Das Flugobjekt antwortete darauf, indem es mehrere Wellenbewegungen machte. Wie ein Pendel schwang es mehrmals seitwärts hin und her. Es schwang herum und kam wieder zu der ursprünglichen Position zurück. Das machte es ein paar Mal, bis die Gestalten wieder an Deck kamen. Daraufhin wurde weiter gewunken und geleuchtet und dann schien es langsam näher zu kommen, bis es nach etwa einer halben Minute wieder stoppte. Nach zwei oder drei weiteren Minuten schienen die Gestalten das Interesse an den Beobachtern zu verlieren und verschwanden unter Deck. Um 18.25 Uhr tauchten zwei der Gestalten wieder auf und setzten ihre Arbeit oder was auch immer sie dort taten fort. Der blaue Lichtstrahl ging zweimal in Folge für ein paar Sekunden an. Die Zeugen riefen auch nach den Gestalten und machten Gesten, die sie aufforderten zu landen, aber darauf gab es keine Antwort, denn auch von den Gestalten war kein Ton zu hören. Um 18.30 Uhr, nach mehreren Versuchen, sie zum Landen zu bewegen, ging Pater Gill rein, um zu Abend zu essen. Als er gegen 19 Uhr wieder herauskam, war das Flugobjekt immer noch am Himmel, bloß wieder weiter entfernt. Dann ging er zum abendlichen Gottesdienst in die Kirche der Mission. Gegen 19.45 Uhr kam Pater Gill wieder heraus, der Himmel war bedeckt und es war nichts Ungewöhnliches mehr zu sehen. Um 22.40 Uhr gab es draußen vor dem Missionshaus eine Explosion, die alle aufweckte. Für Pater Gill hörte es sich nicht wie Donner an, sondern so, als wäre es direkt vor dem Fenster gewesen. Es erschreckte ihn sehr, ob es allerdings etwas mit den Sichtungen zu tun hatte, ist unklar. Am 28. Juni, dem dritten Tag, entdeckte Pater Gill um 18.45 Uhr das erste Objekt. Allem Anschein nach wieder dasselbe wie die zwei Abende zuvor, nur viel höher, aber noch deutlich von den anderen, die danach auftauchten, zu unterscheiden. Um 19.30 Uhr flog es Richtung Süden. Um 21 Uhr standen drei der Flugobjekte in fast gerader Linie hoch am Himmel. Und um 23 Uhr waren acht der Objekte zu sehen. Das war die höchste Anzahl an Objekten, die zur selben Zeit gesehen wurden. Allerdings kam in dieser Nacht keines der Objekte so weit herunter wie in den zwei Nächten zuvor und es wurden auch keine Gestalten mehr beobachtet. Sie vollführten nur ihre Wellenbewegungen. Um 23.20 Uhr wurde ein weiterer lauter Knall gehört. Dieses Mal hörte es sich so an, als wäre etwas Metallisches aus großer Höhe direkt auf das Dach des Missionshauses gefallen. Aber es war nichts zu sehen, außer vier der Objekte, die im Kreis in großer Höhe über der Station schwebten. Um 23.30 Uhr, als sich die Objekte noch am Himmel befanden, ging Pater Gill zu Bett. Dies war das Ende der Sichtung. Allerdings waren diese kein Einzelfall, denn es gab anscheinend eine ganze Welle von UFO-Sichtungen über der ostsüdlichen Spitze von Papua-Neuguinea. Ein Freund von Pater Gill, Pater Norman Crudwell, sammelte Zeugenberichte, interviewte einige der Zeugen und fertigte einen ausführlichen Bericht zu den Sichtungen an. Zu den über 60 gesammelten Sichtungsberichten alleine im Jahr 1959 gehört auch die Sichtung von Stephen Gilmoy, der schon fünf Tage vor dem 26. Juni ein unbekanntes Flugobjekt von der Boyanai-Missionsstation aus gesehen haben will. Als Stephen Gilmoy am 21. Juni gegen 1 Uhr nachts aus dem Haus kam, beobachtete er ein helles weißes Licht etwas westlich von Boyanai dabei, wie es innerhalb von 3 Minuten geräuschlos und parallel zur Küste herunterkam. Es stoppte etwas östlich der Station in einer Höhe von ungefähr 90 Metern und blieb dort für etwa eine halbe Minute stehen. Dabei nahm die Helligkeit ab und eine auf den Kopf gestellte Untertassenform wurde deutlich. Das Objekt war leicht nach hinten gekippt und man konnte die Unterseite erkennen, an der sich 4 schwarze Punkte befanden. Es bewegte sich dann wieder nach oben und verschwand in den Wolken. Und auch in den Nächten der drei Hauptsichtungen gab es Sichtungen an anderen Orten. Zum Beispiel sah Ernest Avenet am 26. Juni, also in der ersten Nacht der drei Sichtungen in Boyanai, in Giva, was gegenüber von Boyanai an der Küste liegt, zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr ein grünes, sehr helles Objekt mit weißem Schweif dahinter vom Himmel herunterkommen. Es schwebte für ungefähr 4 Minuten in etwa 150 Metern Höhe. Die Lichter dimmten sich, bis auf die hell erleuchteten Bullaugen. Es hatte die Silhouette eines Rugbyballs, eine Art Ring rundherum und darunter 4 oder 5 bullaugenartige Fenster. Der Zeuge schätzte es auf 18 bis 24 Meter Länge. Es machte 3 Wump-Geräusche, glühte grün-weiß auf und schoss dann wie eine Sternschnuppe in Richtung der Berge westlich von Boyanai davon. Alle Untersucher, die persönlich mit Pater Gill sprachen, hielten ihn für sehr glaubwürdig und keiner stellte je seine Ehrlichkeit in Frage.
Es wurden auch einige der anderen Zeugen persönlich befragt und alle bestätigten die Ereignisse. Pater Gill zweifelte vorher selber an den Berichten von UFOs und war immer für eine logische Erklärung seiner eigenen Sichtung offen, auch wenn es bis heute keine zufriedenstellende Erklärung gibt. Er sagte auch, dass es nichts Übernatürliches an der Sichtung gab, da die Gestalten an Deck wie normale Menschen aussahen, und er zog auch in Betracht, dass es vielleicht nur ein neues Fluggerät der Amerikaner gewesen sein könnte, weshalb er auch einfach zum Abendessen gegangen war. Er spielte selber seine Sichtung herunter und räumte ein, dass die kleineren Objekte vielleicht auch astronomische Objekte bei merkwürdigen Bedingungen gewesen sein könnten, falls jemand es damit erklären könnte. Aber mindestens das Hauptobjekt war zu groß und hatte zu viele Details, als dass man behaupten könnte, dass es die Venus gewesen wäre. Am 13. Juni 2007 starb William Bruce Gill mit 79 Jahren, ohne je seine Aussage geändert oder zurückgenommen zu haben, so wie auch die anderen 37 Zeugen.